Also Recep, ich habe dich letztes Jahr auf der Eurobike gesehen, da habe ich dich und die ganze Coburg-Bande und dachte mir, wow, was haben die für Sachen an? Und ich hole die Sache mal, nämlich halt ihn mal ein bisschen hoch. Sehr gut. Röcke an, dann ziehe ich jetzt mal an. So. Links ist nicht so beweglich. So. Okay. Und es sah cool aus. Dann dachte ich mir, will ich. Da hast du. Habe ich. Danke. Danke. Und es macht nämlich Sinn. Also, weil ihr eben ein Unisex-Fahrrad habt. Nicht nur für Rockstars habt ihr die Kampagne da genannt. Mhm. Beziehungsweise erzähl einfach. Ja, also das Kallio, ne? So heißt das Rad. Das Kallio ist quasi mein Einstiegsprojekt bei Coburg gewesen. Das ist ein Tiefeinsteiger. Es lief bereits. Das Projekt an sich war schon beschlossen, als ich dazugekommen bin, vor knapp über einem Jahr. Und man hatte aber noch keine Richtung, was jetzt die Spezifikation betrifft, welche Zielgruppe es ansprechen soll. Man wusste nur, Tiefeinsteiger ist ein Thema und wir würden das gerne machen. So. Und wie bei, klar, jetzt ist Coburg eine spitze Firma. Sie ist bekannt geworden für irgendwas, ja, das steht für irgendwas. Und man hat sich im Laufe der Jahre auch von diesem super puristischen, aufgeräumten Single-Speed-Thema schon weiterentwickelt gehabt mit Schaltung und Licht und Schutzblech und Gepäckträger und Funktionalitäten an sich. Und stimmt, stimmt. Ganz am Anfang, ja. Ganz am Anfang waren die nackig. Richtig, richtig. So wie die Fixies auch. Ja. Und man hatte sich da schon weiterentwickelt und Tiefeinsteiger war jetzt ein Thema, wovon man wusste, ja, das ist groß, da wollen wir auch mitmachen, das ist auch wichtig für uns. Aber wir wissen noch nicht, wie wir das in Einklang kriegen mit all dem, wofür wir stehen und was wir bisher gemacht haben. Also wie können wir das machen, ohne uns selbst so komisch dabei vorzukommen? Das war der Anspruch und deswegen war das ganz große Thema, wie vermarkten wir dieses Rad? Und da kam dann irgendwann in einem der vielen Gespräche die Idee, Mensch, ein Tiefeinsteiger in seinem Ursprung wurde eigentlich erfunden für Frauen, die seinerzeit Röcke nur trugen und deswegen ihr Bein nicht über das Oberrohr bekamen. Heutzutage wird es ja ganz anders verstanden. Wir wollen Tiefeinsteiger machen, das definitiv ein jüngeres Publikum anspricht, nicht unterscheidet zwischen Männlein und Weiblein und vor allem trotzdem die Bedürfnisse des klassischen Tiefeinsteigerfahrers erfüllt. Ihr habt auch gar keinen klassischen Rockschutz hinten dran. Ne? So sieht's aus. Dann, wann war der fertig? Der war quasi, wir haben den gesampled im Mai, haben das Shooting dann gemacht. Wir haben den vorgestellt bei unserem Dealer-Event im August und im September stand der auf der Eurobike. Und jetzt im März soll er ausgeliefert werden. Ich habe es im Sommer gesehen in Frankfurt. Ja. Da hattet ihr allerdings einen Prototypen, den ich nicht fahren konnte. Okay. Wir hatten am Anfang genau zwei Prototypen. Eins davon war das. Mittlerweile haben wir mehr. Also wenn du es fahren willst, kannst du das gerne machen. Ich glaube, du bist doch dann gefahren später. Ich bin es jetzt im Frühjahr, vor ein paar Wochen gefahren. Ja. Ihr wart auf der CMT, eine Messe, die mittlerweile auch durch E-Bikes auch an einem Wochenende eine große Halle mit E-Bikes füllt. Normale Fahrräder gibt es da nicht, weil, außer Falträder noch, aber selbst die werden ja eh, weil die ganzen Caravan-Leute ja irgendwas zum Fahren dabei brauchen. Ja, ja. Und sonst auch so eher die klassische Zielgruppe sind für E-Bikes. Sind ein bisschen älter, haben Geld. Aber es waren auch Junge da, also, aber weil die dann die alten VW-Busse richten. Ja, okay, und da war so ein Testparcours und da bin ich es gefahren. Alles so gut. Ja, das war auch der Anspruch. Also, es sollte sich schon sicher genug fahren, aber trotzdem sollte es agil genug bleiben, wie halt ein Coburg nun mal ist, ja. Coburg macht slim E-Bikes und das ist es. Das heißt, wir überschreiten ein gewisses Gewicht nicht. Wir haben auch nicht die Monster-Batterien in unseren Rädern drin. Und die Räder zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie
eher auf der sportlichen, agilen Seite sind als jetzt auf der trägen Seite. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich auch ohne Antrieb wie ein normales Fahrrad fahren lassen. Mhm. Das ist das Credo, das ist das, worum es geht. Das ist auch das, was uns von allen anderen unterscheiden soll. Ja? Und da legen wir halt großen Wert drauf. Was gibt es denn noch an Modellen? Ja, genau. Also das ist jetzt quasi das Neueste, oder? Was gibt es denn sonst noch? Wenn du hier an die Wand schaust zum Beispiel, das war jetzt quasi die Farbsuche für das Merano, was wir dieses Jahr gelauncht haben. Das ist, wenn man so will, ist das ein Trekkingrad. Mhm. Und eben dieses ganze Trekking-Segment wollen wir damit belegen. Wie macht ihr das mit den, ihr habt jetzt hier ein paar so die Moodboards hängen. Wie läuft das bei euch? Das ist auch was Coburg als Firma auszeichnet. Es gibt keine Hierarchien im klassischen Sinne. Mhm. Es gibt aber sehr wohl auch trotzdem eine geordnete Struktur. Ja? Und es gibt trotzdem irgendwelche Abfolgen oder Produktionsentwicklungsabfolgen, die man einhalten können muss. Und das geht auch nur mit einer Struktur. Aber so eine Überlegung zum Beispiel, hier kommt ein Vorschlag von, sagen wir mal, dem Produktmanagement. Es wird aber keine Entscheidung ohne den Vertrieb getroffen, beispielsweise. In anderen Firmen habe ich das schon anders erlebt, ja? dass der Vertrieb zum Beispiel gar nicht gefragt wird. Oder der Vertrieb die Farben festlegt und der Produktmanager gar nicht gefragt wird. Auch das habe ich schon gesehen. Okay. Ich will es jetzt nicht Basisdemokratie nennen, aber es ist schon so, dass man bedacht ist, da alle Leute mitzunehmen. Es geht in der Größe auch und das ist auch ein Mehrwert, den wir hier immer haben. Ja. Also, für mich ist es immer interessant, auch ich merke es selber sehr oft, ich bin in einem Fahrwasser drin, einfach bedingt durch die Industrie oder durch die Jahre in der Industrie. Und hier bin ich jetzt in einer Firma, die nicht eben aus der Fahrradindustrie entstanden ist, sondern eben aus einem ganz anderen Eck daherkommt. Ich merke halt immer wieder, in was für einem Fahrwasser ich die ganze Zeit gewesen bin und muss mich schon bemühen, dieses neue Fahrwasser auch mal anzunehmen. Und dann erst ergeben sich auch für mich neue Blickwinkel, die erwiesenermaßen auch funktionieren. Ja? Das ist etwas, was ich lernen muss. Ja? Andersrum, man bewegt sich in einem Markt, der Fahrradmarkt bedeutet, es gibt auch vieles, was ich beitragen kann. Und die Symbiose oder das Zusammenspiel oder das alles unter einen Hut bringen, das ist ja die Aufgabe. Und wenn man die sauber meistert, das passt. David ist da ein sehr cooler, offener Typ. Also ich schätze ihn wirklich sehr. Er lässt mich vieles auch machen, über das Team an sich. Er muss nicht alles kontrollieren. Mhm. Er ist selber dankbar, wenn die Leute selber Dinge in die Hand nehmen und halt Dinge vorantreiben. Er geht auf Partys dann. Er geht auf Partys, einer muss auch saufen, ganz wichtig. Genau, da ist er auch stark drin. Keine Kompetenz. David hat schon überall den Blick drauf und die Finger auch dabei, auch ein gewisses Vetorecht, aber jetzt nicht im diktatorischen Sinne. Ja, es funktioniert hier alles argumentativ. Man versucht, aber man ist bedacht, und das ist ein Wert, den es eben nicht überall gibt, man ist bedacht, alle mitzunehmen. Und dann ist ein Produkt auch stark. Ja? Wenn du dich für eine Farbe entscheidest, wo alle gesagt haben, die ist geil, dann verkauft sich so eine Farbe auch ganz anders. Oder ein Modell, wo alle gesagt haben, das ist geil. Das hast du auf die Liste geschrieben. Macht ihr Marktforschung? Definiere Marktforschung. Definiere Marktforschung. Ja, ich gehe raus und rede mit Leuten. Ich gehe raus und rede mit Händlern. Ich gucke mir an, was die Konkurrenz so macht. Ich lese irgendwelche ZIV-Berichte. Ich meine, das ist alles Forschung. Ihr verkauft eure Räder über Händler. Richtig. Weil gerade jetzt dieses Segment, ihr habt es ja, es ist ja augenscheinlich, die Coburg-Idee ist nicht verborgen geblieben vor der Welt. Mhm. Es gibt einige, die das auch machen. Mhm. Solche Räder mit einem kleinen Motor und einer kleinen Batterie, die sonst wie heißen und übers Internet verkauft werden oder sonst wie, ist das Konkurrenz, Mitbewerber? Wie sieht man das? Es ehrt euch auf der einen Seite, aber es ist natürlich auch, nimmt ein Stück vom Kuchen vielleicht oder stachelt euch das an. Kann man in alle Richtungen jetzt argumentieren oder denken. Also meine Sicht ist folgende, es gibt sowas wie eine Marktrealität. Ich habe das auch schon bei Fixing seinerzeit erlebt. Damals haben wir gesagt, wir haben keinen Bock auf den ganzen
Konkurrenzdruck, wir können mit den Großen nicht mithalten und die Flucht nach vorne, auf Dauer weiß ich nicht, ob man das will. Wir haben damals gesagt, nein. Hier sagt man ja, warum auch nicht, natürlich, auf jeden Fall. Viele Neufirmen, die jetzt eben auf Slim E-Bikes, so wie wir sie nennen, wie wir den Begriff auch geprägt haben, setzen, die kommen mit anderen Preisstrukturen daher, die kommen auch mit anderen Konzepten daher. Wir haben schon viel gelernt, ja, und wir sehen, wenn wir die so von außen beobachten, okay, teilweise sind es Blasen, die müssen sich erst noch etablieren, das muss sich erst noch, die müssen das erst noch unter Beweis stellen. Teilweise werden da Unsummen an Crowdfunding-Summen zusammengesucht, mit denen man bestimmt noch eine Zeit lang überleben kann. Aber wenn man das nicht von der Basis her gut füttert mit guten Entwicklungen, guten Ideen, guten Produkten, guten Bikes, also guten Farben, guten Specs, guten Preisen auch. Das je nachdem, wo man sich eben platzieren möchte, dann wird das auf Dauer nicht funktionieren. Und das ist hier anders. Hier will man schon, also man guckt sich das an, man ist sich dessen bewusst, man lässt sich davon aber nicht beunruhigen. Ja? Wenn jetzt mein Rad 4.000 kostet und vermeintlich vergleichbares 2.000 kostet, dann muss es erstmal 3 Jahre überleben. Und meins hat aber schon 3 Jahre so überleben können und wächst trotzdem noch. Also so muss man muss schon Äpfel mit Äpfel vergleichen. Mhm. Es gibt viele, klar, sehe ich. Man kann die auch namentlich benennen, alle. Aber es wird nicht, frag mich lieber, wie viele davon es noch geben wird. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Das ist ja das Entscheidende. Wir sind hier 25 Leute, Tendenz stark wachsend. Wir sind vorhin hier durch die Gebäude gegangen. Wir werden bald umziehen müssen. Mhm. Also wir gucken schon auch, wie wir uns weiterentwickeln. Und das müssen die erstmal noch unter Beweis stellen. Aber es ist ja auch so, dass der Kuchen für alle wächst im Moment, oder? Mhm. Wenn ich mir ich glaube in Holland haben die E-Bike-Verkaufszahlen die von regulären Fahrrädern übertroffen mittlerweile, habe ich kürzlich gelesen. Mhm. Und ich glaube, Deutschland ist gerade noch so ein bisschen an der Schwelle, 50-50. Ja, kann sein. Ja. Und das ist nicht, in Holland ist es nicht der Umsatz, sondern es sind tatsächlich die Stückzahlen. Mhm. Und von daher ist ja vielleicht Platz für mehr auch, ne? Mhm. Und wie ist es, wo verkauft ihr eigentlich überall? Also wir sind hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern tätig, davon natürlich Deutschland, also über 80%. Wir sind trotzdem aktiv in ganz Europa, also wir haben auch einer unserer Außendienstler ist für den nicht deutschsprachigen Raum zuständig. Das beackern wir, aber der Hauptmarkt ist schon in Deutschland, ganz klar, ganz klar. Wir sind natürlich aktiv in Benelux, wir sind natürlich aktiv in Frankreich, aber trotzdem, Hauptabsatzmarkt ist Deutschland. Kobok klingt gut, ne? Wofür steht eigentlich Kobok? Für alles und nichts, gibt keine Bedeutung. Okay. Von vorne wie von hinten, eine klare Sache. ANNA. Ja. Nochmal zurück auf das Kallio. Wie waren die Reaktionen dann? Allen voran, beim Kallio wurde mehr entwickelt, als man bei Kobok bisher an einem Fahrrad entwickelt hat. Ja? Also entwickeln bedeutet in dem Sinne, ist jetzt an dem Rad nicht dran, zum Beispiel sowas wie ein Kettenschutz. Der Rahmen musste sowieso entwickelt werden. Aber wir haben auch eine neue Gabel, Carbon-Gabel, auf eigene Faust entwickelt. Auch sowas wie diese ganze Integrationsgeschichte, ja, dass man eben diesen sleeken Look hat. Also es gibt 3 Kobok Design Principles. Slim, sleek, simple. Mhm. Simple heißt, es muss einfach intuitiv und einfach bedienbar sein. Slim, es muss eben von der Anmutung her aussehen wie ein Fahrrad, nicht wie ein Motorrad. Und sleek eben, dass eben überall, wo es geht, die Sachen integriert werden und nicht irgendwie abstehen. Hier zum Beispiel so eine Geschichte war ein Teil, ich nenne jetzt nur so ein paar Details, die wir da für dieses Fahrrad entwickelt haben. Und das war zum Beispiel neu auch bei Kobok, dass man so in die Entwicklungstiefe geht an den Komponenten. Da werden wir auch sehr viel mehr noch machen. Und das alles in Summe hat ja das Kallio erst zu dem gemacht, was es ist, nämlich ein Tiefeinsteiger, das anders ist als andere Tiefeinsteiger. Ja. So, darum geht's. Und entsprechend sind auch die Reaktionen gewesen. Also erstens mal waren die Händler super dankbar, dass sie ein Produkt haben, das klar
nicht so spitz ist und tendenziell auch für einen breiteren Markt funktioniert, aus deren Sicht, aber immer noch die Handschrift Kobok trägt. Das ist ja genau das, was die wollen. Genauso wie mit dem Merano, mit unserem Trekkingrad. Das ist ja exakt dasselbe. Und so war dann auch die Vororder, so sind jetzt gerade auch die Bestellzahlen geworden. Also das Kallio und das Merano, das sind die zwei Räder, die wir für Modelljahr 20 neu gemacht haben. Das sind die erfolgreichsten Bikes in der Kobok-Geschichte. Also. Ihr habt ja jetzt ein bisschen Erfahrung auch über die Jahre sammeln können bei Kobok mit dem Prinzip, okay, wir lassen die Batterie im Rad. Mhm. Was habt ihr für Rückmeldungen von den Leuten? Was machen die? Wie laden die? Sind die, haben die sich daran gewöhnt? Mussten die sich umstellen? Jetzt ein Unisex-Rad, okay, es wiegt nicht viel, aber es wiegt trotzdem. Und irgendwo muss man hin mit seinem Ladegerät. Mhm. Und wie funktioniert das im echten Leben? Es funktioniert folgendermaßen. Glücklicherweise sind die ganzen E-Bikes irgendwie jenseits der 23, 24 Kilo. Und bei uns ist kein Rad schwerer als 17,5 Kilo. Mhm. Und dazwischen passiert erstmal gar nichts. Das heißt, ich bin eigentlich mit meinem E-Bike-Gewicht näher an einem normalen Fahrrad, als jetzt ein E-Bike an sich ist. Nee, es ist schon natürlich Erklärungsbedarf hier und da, aber die Leute nehmen es auch super an. Es ist... Sie haben weniger Sorgen damit, wo nichts dran ist, geht nichts kaputt. Ja. Es ist simpel, es sieht einfach besser aus. Das sind schon die Argumente. Und vor allem, es fährt sich wie ein normales Fahrrad, auch wenn der Akku mal nicht da ist. Also wir argumentieren, du brauchst nicht mehr Range. Für das, wenn du wirklich etwas mit deinem Rad machen willst, wo du sehr viel mehr Range als 100 Kilometer, also 70 bis 100 ist unsere normale Range, brauchst, dann ist das sowieso ein Einsatzgebiet, was wir explizit so noch gar nicht adressieren. So, und wenn wir das machen, dann gibt es da vielleicht einen Zusatzakku oder sonst irgendwas. Mhm. Und das nehmen die Leute an, ja, das nehmen die Leute an. Aber sonst, jetzt ist das ja ein urbanes Fortbewegungsmittel. Wo, die tragen das die Treppe hoch, in den Keller runter oder wo? Die tragen das die Treppe hoch, die tragen das in den Keller runter, die stellen das in ihr Wohnzimmer, die schließen es in ihre Garage, die laden es im Büro auf. Also die behandeln das schon wie ein normales Fahrrad. Stellen sie es auch auf der Straße ab? Sie stellen es auch auf der Straße ab und schließen das aber auch entsprechend ab. Und eine neue Klingel habt ihr auch gemacht. Eine Klingel haben wir auch entwickelt, ja. Das ist auch richtig, jetzt wo du es erwähnst. Also viele Einzelprojekte, habe ich vorhin gesagt, die man so noch nicht gewohnt war, für ein Rad zu entwickeln. Die Klingel, die spielt da mit rein. Das ist die Cobell. Oh. Genauso integriert wie alle anderen Komponenten auch. Schön auf dem Lenker zwischen Griff und Bremshebel. Unscheinbar, aber schön. Gut, ihr habt ja keine Plus-Minus-Tasten und sonst. Was kann man einstellen an dem Kobok? Am Rad kannst du eigentlich alles einstellen, was du willst. Aber zum Fahren selber brauchst du nur den On-Off-Button. Das ist in dem Fall hier beim Kallio im Unterrohr, du schaltest das Ding ein. Du kannst natürlich über deine App zwischen zwei Modi hin und her schalten. Du kannst über diesen Knopf auch dein Licht anmachen, ausmachen. Deinen Batteriestand kannst du hier ablesen. Also wir haben eine App, die du mit dem Rad koppeln kannst. Und da kannst du dann deine drei Parameter, die Fahreigenschaften beeinflussen, was weiß ich, Anfahrverhalten, Unterstützungsverhalten, die kannst du beeinflussen. Und dann kannst du da zwischen zwei Modi, die du dir customizen kannst, hin und her schalten. Aber das läuft alles über einen Knopf. Und das ist bei allen Kobok gleich? Die Ein-Knopf-Thematik, also das Simple mit dem einen Knopf, ist bei allen Kobok gleich. Wir haben aber entsprechend dem Fahrrad den Knopf an unterschiedlichen Stellen. Gut. Genau. Ja. Beim Kallio ist es so im Unterrohr. Mhm. Bei einem Merano zum Beispiel hast du es im Oberrohr. Klar, kommt man besser hin. Ne? Richtig. Wir haben auch kein Display. Wir haben alles, was du eigentlich wissen willst, kannst du über deine App abrufen. Ansonsten geht es hier um Fahrradfahren. Fertig. Es ist klar, wie weit das Rad unterstützt. Das ist ja gesetzlich vorgegeben. Wie es unterstützen soll, das kannst du mal einstellen und dann veränderst du das auch nicht wieder. Du hast einen zweiten Modus, den du einstellen kannst, den du auch nicht weiter verändern brauchst.
Du sollst Fahrrad fahren. Du sollst einfach dieses natürliche Fahrradfahrgefühl erlangen. Das ist kein Auto, wo du alles Mögliche noch nebenher auch machen kannst. Hier geht es um Radfahren und Radfahrspaß vor allem. Deswegen simpel, eins der ganz wichtigen Sachen. Vielleicht noch eine Sache zum Bedürfnis. Die Sache, also worüber ich eigentlich auf diese Unisex-Sache auch gekommen bin, das sind Leihräder. Mhm. Weil die sind... Die Swapfeeds und so. Vielleicht die ersten, sogar die ersten, Von der Bahn. Zum Beispiel, von der Bahn. Stimmt. Ist ein Unisex-Rad, Donkey Republic, eigentlich alle, weil ja die Anbieter die größtmögliche demografische Menge erreichen wollen. Ja, ja. Und englischer Journalist hat vermutet, dass sich das vielleicht auf die Akzeptanz von dieser Rahmenform auswirkt. Das heißt, dieses Denken in Unterschieden für nicht mehr so wichtig wird, wenn es darum geht, von A nach B zu kommen, grob gesagt. Oder dass ein Fahrer nicht unbedingt ein Oberrohr haben muss oder dass es sich unterscheiden muss, weil es gibt einfach nur eins. Und da setzt man sich drauf und fährt. Und im Idealfall fährt man einigermaßen gut sogar damit. Ja, das ist so ein bisschen der reine Funktionalitätsaspekt, ne, den diese ganzen Leihräder, also ich meine, das Collarbike, ich persönlich würde das jetzt nicht als schön bezeichnen, ja, aber meine persönliche Meinung. Ich finde es okay, bis auf diesen komischen Signature-Gepäckträger, den könnten sie sich sparen, ich glaube, die würden sonst auch sich unterscheiden, also wer, was sie da geritten hat, dass sie an diesem Blechflügel festhalten, das kann ich nicht verstehen. Aber ihr habt definitiv Kunden, die ein Rad besitzen wollen. Wir haben Kunden, die ein Rad besitzen wollen, auf jeden Fall. Ich meine, so sind auch die Räder gestrickt. Das ist, es geht um Design, es geht auch um Funktionalität. Selbstverständlich tut es das. Aber diesen optischen Aspekt, ich meine, hier diese ganzen Moodboards, wozu machen wir uns Gedanken über Farben? Wozu? Es geht drum. Es muss gefallen. Und wenn es gefällt, dann hat man da auch Spaß damit. Dann hat man da auch dann identifiziert man sich auch damit und dann benutzt man das auch. Und wenn dann die Funktionalität auch stimmt, du musst ja erstmal so weit kommen, bis die Funktionalität zum Tragen kommt, ja. Natürlich kannst du jemandem ein Rad auch aufzwingen, als Deutsche Bahn zum Beispiel, wenn du an einem Bahnhof, wo es keinen Taxistand gibt, einfach diese Räder hinstellst und die Leute gezwungen werden, das Collarbike zu benutzen. Das ist aber nicht das, was wir verfolgen. Wir wollen überzeugen. Wir wollen überzeugen natürlich durch Funktionalität, aber eben auch durch dieses persönliche Identifikationsgefühl. Deswegen auch Marketing zum Beispiel. Mhm. Wozu macht man sonst Marketing? Mhm. Aber das ist halt dann, sowas sucht man sich aus, sowas, da denkt man, boah, das passt zu mir oder damit kann ich was darstellen, was ich möchte vielleicht. Naja, darstellen, was ich möchte. Ich meine, ich möchte E-Bike fahren. Was ist denn der Coburg-Fahrer? Ich möchte ein E-Bike fahren, welches sich auch fährt wie ein normales Fahrrad und was ich jeden Tag benutzen kann und was auch aussieht wie ein normales Fahrrad. Ich möchte nicht ich möchte nicht als E-Bike-Fahrer abgestempelt werden. Ja? Und ich möchte nicht den ganzen Lade- und Einstell- und Display und das ist mir alles zu kompliziert. Ich fahre schon immer gerne Fahrrad oder ich finde Fahrradfahren cool und ich möchte damit pendeln und ich möchte damit Spaß haben. Es muss mir gefallen. Ich habe auch ein Verständnis für Ästhetik. Was ist der Coburg-Fahrer? Die Unterscheidung oder gibt's Hardcore-E-Bike-Feinde oder? Ist interessant, dass du das erwähnst. Hardcore-E-Bike-Feinde. Ja, was ist denn ein E-Bike-Freund oder ein Feind? Ja, ich weiß es nicht. Ja, eben. Also wir haben das für uns schon folgendermaßen. Wir gucken uns dieses Thema gerade sehr seriös an. Trägt man so zum E-Bike-Fahren? Und wollen dazu auch, ich sag mal, ein bisschen Aufklärung
ins Spiel bringen. Coburg macht nur E-Bikes. Ich war in Firmen, die nur Fahrräder gemacht haben. Und jetzt mehr E-Bikes machen, ja, die sich auch gewandelt haben. Das gibt's alles. Wir haben für uns festgestellt, es gibt zwei Grundtypen E-Bike-Fahrer. Die einen, die kommen vom Fahrrad und haben sich zum E-Bike hin gewandelt oder haben dem Einhalt gewährt. Und dann gibt es Autofahrer, die durchs E-Bike überhaupt zum Fahrrad kommen. Ehrlich? Ja. Das sind zwei Grundkategorien an E-Bike-Fahrern, die wir für uns so ausmachen wollen. Die einen kommen vom Fahrrad, die anderen kommen vom Auto. Und die haben auch ganz unterschiedliches Verständnis, die haben auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Wegen letzterem ist, glaube ich, der E-Bike-Markt so groß geworden gerade. Und wegen letzterem gibt es auch Firmen, die ohne Fahrradfachwissen überhaupt zur Firma werden konnten. Weil der kannte bis dato kein Fahrrad. Der weiß nicht, was XT bedeutet. Der weiß nicht, was Schwalbe ist. Das ja. weiß der nicht. Der sieht einfach nur, ach Gott, das ist ein E-Bike. Der wusste ja gar nicht, wie ein Fahrrad aussieht. Es gibt Vorurteile, E-Bikes sind schwer, E-Bikes sind hässlich, E-Bikes sind kompliziert, E-Bikes sind teuer. Es gibt diese ganzen Vorurteile, die kommen aber alle aus der anderen Ecke. Wir wollen ein bisschen Verständnis und Klarheit bringen in dieses Ganze und thematisieren das gerade. Und da wird es in den nächsten Monaten auch entsprechende bewegt Filmaufklärung geben. Wenn Leute sagen, das ist uncool, weil ich mir die Technik zunutze mache, die es heute gibt. Ich bitte dich. Ja. Ich will damit nur sagen, also dieses Thema ist groß, das, was du, ansprichst. Und wir haben das erkannt und wollen das auch thematisieren. Schließlich machen wir E-Bikes. Wir haben unser eigenes Verständnis von dem, was ein E-Bike ist und was es nicht ist und was der Fahrer ist und was er nicht ist und was er braucht und was er nicht braucht. Und dafür muss man aber diese ganzen Bewegungen, auch diesen Wandel erkennen und verstehen und auch dem das Ganze thematisieren. Das waren wir. War das unser Schlusswort schon? Das können wir so stehen lassen, zum Beispiel. Ja, weil tatsächlich können